fast. Da sitzt sie mir. Warten Sie bitte. Ich komme. Hallo. Guten Tag. Danke. Das alles ist für mich. Ich werde das Bett jetzt ein bisschen aufmöbeln. What? Was macht sie? Jetzt zeige ich euch, wie man ein schlechtes Bett in ein perfektes Bett verwandeln kann. Alles, was ich dafür brauche, ist kaum viel. Oh, ich kann nicht halten. Pass auf. Alles gut. Keiner wurde verletzt. Also, mache ich weiter. Geht es dir gut? Ja, ja, alles ist in Ordnung. Ich habe ein sehr wichtiges Detail für meine Konstruktion gefunden. Lass es dort liegen. Noch ein. Das war's. Das ist erledigt. Jetzt der Bohrer. Au, ich falle. Ich habe doch gesagt, du solltest vorsichtig sein. Alles ist in Ordnung. Jetzt werde ich den Müll loswerden und werde mein Bett bauen. Es ist sehr einfach. Alles, was man tun muss, ist, die Bretter gut zu befestigen, und das ist schon die halbe Miete. Fertig. Ich habe es gut gemacht. Cool. Perfekt. Erledigt. Wow, ich will auch so ein. Ich kann es mir leicht leisten. Schon da? Kommen Sie herein. Hier ist Ihr Geld. Wir machen gleich alles. Vielen Dank. Was ist das? Puh, das war hart. Wieso? Das ist sehr cool. Das ist keine Überraschung. Ich werde das beste Bett haben. Cool. Und Sie haben die Blumen gestellt? Sehr gut. Ja, gut gemacht. Mit den Kissen ist alles fertig. Awesome. Noch der letzte Schliff. Und achtet auf eure Augen. Wow. Und was hast du gedacht? Wirst du das beste Bett haben? Oh, es ist so hart, hier zu sitzen. Es ist so schön hier. Was sieht sie mich an? Na gut, was soll ich hier tun? Das könnte mir jetzt sehr gelegen kommen. Vorhänge. Jetzt wird es sicher wunderschön werden. Und was wäre, wenn ich etwas anderes nehme? Auf einen Schlag. Jetzt muss alles auf den Punkt gebracht werden. Okay. Ich brauche einen Tacker. Immer eine gute Hilfe. One more. Los geht's. Ein Vorhat ist fertig, jetzt den zweiten. Yes. Geschafft. Aua, warum wirst du den Tacker? Wow. Ja, ja, ich werde jetzt alle überraschen. Die Hauptsache ist festzubinden. Ich habe eine wunderschöne Hängematte. Ja, ich kann mich drauf ausruhen. Sehr bequem. Hello. Hat sie sich eine Hängematte gebaut? Sei nicht neidisch. Oh, es ist yes. Irgendwie langweilig. Eine Idee. Die Hängematte ist noch nicht nötig. Ich werde einen Tisch aus diesem Nachttisch und diesem Stoff machen. Es sollte schön sein. Jetzt brauchen wir noch Besteck. Ich habe einen schönen Teeservice mit so süßen Tassen. Willkommen bei der Teeparty, meine Freunde. Oh, was für ein Kindergarten, eine Teeparty. Ich habe eine bessere Idee. Ich möchte Musik hören. Sie wird bestimmt eifersüchtig auf mich sein. Hallo? Kommen Sie rein. Stellen Sie sich hier hin. Feiern Sie heute Abend eine Party? Was für eine Party ohne Lichter. Ja, Sie haben recht. Gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt rufe ich alle meine Freunde an. Mädchen, hallo, hallo. Ich habe euch schon so lange nicht gesehen. Lasst uns Spaß haben. Jetzt wird's richtig geil. Was machen Sie da? Nicht reinkommen? Ich wollte das aber selbst nicht. Es ist so laut. Das ist unmöglich. Meine Ohren. Macht die Musik aus. Nun, ich werde es Ihnen jetzt zeigen. Ich rufe die richtigen Leute an. Man wird sich um Sie kümmern. Ja, die Musik ist zu laut. Kommen Sie, ich warte. So schnell? Hallo, dorthin bitte. Wir bringen alles in Ordnung, keine Sorge. Sie? Ja, ja. Ein Profi ist am Werk. Mädchen, Sie machen zu viel Lärm. Das ist nicht gut. Ich habe eine Idee. Es ist für Sie. Vielen Dank. Es ist ein Vergnügen, mit so netten Leuten Geschäfte zu machen. Ich wünsche euch eine schöne Party. Was für ein schöner Tag heute, der mich zum Tanzen und Lächeln bringt. Habe ich recht? Ich muss gehen. Auf Wiedersehen.
sieht nur, wie man Probleme lösen soll. Ach so, schon wieder. Okay, ich habe auch eine Idee. Ich weiß, wie man Spaß hat. Du wirst sehen, meine Party wird 100-mal besser als deine sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Globus. Ich hole die Disketten. Großartig, jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich sie ein bisschen zerschneiden. In kleine Quadrate ausschneiden. Passt auf. Erledigt. Ich habe jetzt viele glänzende Quadrate. Sie müssen auf meinen Globus geklebt werden. Und fertig. Es ist wunderschön. Jetzt soll ich es hier aufhängen. Es sieht perfekt aus. Ich kann die Wand mit den übrig gebliebenen Scheiben dekorieren. Ich habe so gut ausgedacht. Ich habe keine Lautsprecher, aber ich habe Schlauheit dafür. Ich drehe meine Lieblingsmusik lauter, damit sie jeder hören kann. Gefällt es euch, meine Freunde? Was ist das? Was für eine coole Party. Wir müssen dorthin gehen. Hallo, dürfen wir zu dir? Ja, natürlich, macht mit. Es ist eine Teeparty, wie aufgeregt. Wie ist das möglich? Ich brauche etwas Licht. Das Buch ist so interessant. Was ist das? Das Licht blinkt. Das ist nicht gut. Es ist aus. Hey, funktioniert doch! Was soll ich tun? Wow, ich habe eine Kiste mit Glühbirnen. Das sind ganz schön viele. Die hier sollte passen. Oder sie könnte für etwas anderes verwendet werden. Alle Glühbirnen auf den Boden auslegen. So. Und dich brauche ich sehr. Genau gesagt, dein Kabel. Erledigt. Jetzt soll ich die Lampen anbringen. Es hat geklappt. Was macht sie da? Ich befestige nun die Girlande um den Rand des Bettes herum. Was ist das? Super, was für eine Schönheit. Es ist sehr hell. Jetzt kann ich mein Buch weiterlesen. Ach, ich bin so begabt. Wow, wenn du so kannst, dann kann ich es auch. Ich brauche eine Lieferung, dringend. Guten Tag. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bringen Sie Licht in dieses Bett. Kein Problem, ich habe alles, was ich brauche. Sie werden das hellste Bett aller Zeiten haben. Schalten wir an und fertig. Wunderschön, hier ist Ihr Geld. Danke. Oh nein, was für ein Albtraum, alles steht in Flammen. Mein Bett, was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wir müssen jetzt auslöschen, jetzt. Ich werde alles tun, ich rette dein Bett. Erledigt! Das war wirklich beängstigend, aber wir haben das geschafft. Komm zu mir. Na ja, gehen wir. Was kann ich noch tun? Aber hier ist es bei dir sehr schön. Und deine Spielzeuge sind cool. Frieden! Ja, natürlich Frieden. Eden, schau mal. Cola! Voll cool! Ich habe eine stinknormale Flasche bekommen. Ah, Pech gehabt. Oh, fühlt sich auch noch lustig über mich. Jetzt aber ran ans Zeug. Yeah, come on! Ich habe so richtig Lust bekommen. Hey, sei doch vorsichtig. Come on! Wow, du bist ja an einem richtigen Zuckerrausch. Ich glaube, du musst dich ein bisschen beruhigen. Hallo! Den sind wir erstmal los. Das ist meine Chance, mir was von der Cola zu besorgen. Wieso ist die Dose leer? Ich muss meine Cola nehmen. Vom KFC. Ich liebe diese Chicken Wings. Cool. Und ich habe auch noch am meisten bekommen. What? Oh, wieso habe ich die gleichen Portionen bekommen?
Mach dir nichts draus. Das wird dir sicher reichen. Okay, ich esse einfach das, was ich habe. Richtig wenig, aber so richtig lecker. Yes! Come on! Ich hab auch so richtig Hunger. Diese Chicken Wings sind das beste Fast Food, was es gibt. Mein Magen knurrt immer noch. Ich hab immer noch Hunger. Ich will gerne was von Ethan. Lass das. So viel hat er schließlich nicht. Auf jeden Fall nicht so viel wie ich. Wenn du so einen großen Eimer hast, dann gib uns doch was ab. Wo ist mein Chicken Wing? Man sollte nie das Ziel aus den Augen verlieren. So also. Come on! Dann will ich aber, dass Julia denkt, dass du dir alles gestohlen hast. Bitte sehr. What? Vielen Dank. Hey, wo ist mein Chicken Wings hin? Das war Ethan. Du fieser Dieb, na warte. Schau mal, was für ein Typ aus Pommes. Ich habe nur so eine kleine Portion. Ich habe etwas mehr, aber schau mal, wie viel Tabasco wo ich habe. Tabasco auf meine Pommes kippen. No! Okay, ja, aber ich will zuerst anfangen. Oh, das ist ja mega schön. Ich gehe mal. Nein, 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 du bleibst schön hier sitzen. Ich kann das schaffen. Come on! Los geht's. Oh nein, das ist ja gar nicht auszuhalten. Ich brenne. Wir müssen uns zur Deckung bringen. Come on! Okay, jetzt bist du dran. Los, nicht das. Aber ich komme an Krankenspitze. Oh, danke, du alte rote Hand. Das wird ja mega schade. So viel zu essen. Ich glaube, das reicht. Stopp, stopp, ich will nicht mehr. Los, Come on! Ist es vorbei. 1, 2, 3. Oh je, yeah, wow. Ich liebe die Dinger. What? Yeah. Ich habe so eine große Portion gesehen. Ich will anfangen. Die sind zwar winzig, aber der Geschmack ist einfach magisch, so zart. Haha, Loser-Portion. Oh nein, ich hab mich verstanden. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, hey, das war nicht gut, ne? Bist du dran, Julia? Die riechen einfach himmlisch. Die schmecken super. Bingo! Come on! Okay, ich hab eine Idee. Amen! Das sind meine besten Ohrringe, die ich Mädels. Komm mal her. Das ist gut. Du siehst so schön aus. Hey, Ethan hat dir was abgebissen. Oh no! Hey, ich mag das nicht mehr. Komm schon, die Dinger soll man essen. Was? Ich frag mich, was passiert, wenn ich mir aus dem Ding hier einen Milkshake mache. Zuerst muss ich ihn aber rauskriegen. Ich freue mich schon.
wenig Lebens. Meine Tüte ist toll. Wow! Come on! Ich habe die größte Portion bekommen. Ach du elende Angeber. No! Ich habe mich am wenigsten. Come on! Das sind die Regeln. Dann lass uns mal anfangen. Ich will gleich alle auf einmal. Yeah! Einverstanden. Come genau on! Das will ich auch. Cool! Gib mir alles ab. No! What? Wieso ist da nichts mehr drin? Du hattest bloß eine große Packung What? Mit lauter Luft drin. Schau mal, die hatte tatsächlich nur drei Bonbons drin. Die hat noch angegeben. Ich frage mich, ob ich vielleicht viel habe. Wow. Tatsächlich, ich habe eine magische Packung. No. Julia, und du hast was nicht bekommen. Come on! Wow! Schau dir cool. Du kannst dich was nehmen. Was ist das? Was hat Vita vor? Wird sie ihr Auto dekorieren? Ich werde das flauschigste und rosigste Auto der Welt machen. Alles rosa? Sogar die Türen. Ich werde jede Ecke kleben. Wunderschön. Ich habe das perfekte Auto. Das hat sonst niemand. Ist das nicht wunderschön? Wow. Das ist ja gar nichts. Ich werde dir zeigen. Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall Zacken brauchen. Nichts Süßes. Hello. Hallo. Das ist Ihr Auftrag. Oh, thank you. Das war schnell, danke. Oh. Was für eine große Kiste. Eine Dose mit schwarzer Farbe. Genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich diesem Mädchen zeigen, was ein cooles Auto bedeutet. 3, 2, 1. Geschafft. Der letzte Schliff und das ist das beste Auto meines Lebens. Was haben wir als nächstes? Ich muss die Zacken anbringen. Geben wir Klebstoff dazu. Und jetzt sieht es einschüttend aus. Und auf die Räder muss ich auch kleben. Perfekt. Was ist das? Das glaube ich nicht, oder? Was für eine Neuigkeit. Okay. So einfach gebe ich nicht auf. Ich habe das Äußere dekoriert, jetzt muss ich das Innere des Autos verschönern. Weiche Sitze sind meine Liebe. Nun noch ein paar Details. So, die rosa Lenkradabdeckung ist perfekt. Wie flauschig es ist. Fertig. Ja, ich habe das schönste Auto der Welt. Und wie wird es ohne sie sein, Schatz? Charmant. Mache ich etwas Licht. Ich werde hier einen Leuchtstreifen anbringen. Es wird so schön leuchten. Großartig. Ich habe es sehr gut gemacht. Alex kann mich nicht besiegen. Was? Hat sie auch alles innen rosa gefärbt? Was soll es sein? Ich habe eine Kette. Mein Lenkrad wird mal cooler. Weil es Eisen sein wird, nicht flauschig. Man muss nur warten, bis der Kleber getrocknet ist. Perfekt. Ich habe noch etwas Klebstoff übrig, also werden wir noch etwas mehr hinzufügen. Der Schädel wird cool und gefährlich aussehen. Ich habe es euch gesagt. Und der größere Schädel ist hier drüben. Was habe ich noch da? Oh, Schlüsselanhänger. Gut gemacht. Und noch ein weiteres Detail. Jetzt sieht mein Lenkrad fultenflößend aus. Mein Auto ist das Beste. Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen. Mal sehen, was Vita zu bieten hat. Wie toll ist das denn? Was ist das? Alex kopiert wieder meine Ideen. Hat er das Auto mit Totenköpfen geschmückt? Eifersüchtig? Es gibt nichts. In meinem Auto ist genug Platz für alle, sogar für meinen geliebten Hund. Braver Junge, benehme dich. Sieh dir mein Auto an und genau hier wirst du schlafen. Was für ein Albtraum. Mein Baby wird auf dem Festen nicht schlafen können. Ich werde ihr ein weiches Bettchen besorgen. Oho, so schnell. Sie haben mir sehr geholfen.
ich werde jetzt alles tun? Dein Bett wird das bequemste sein. Also, sieh nur, wie niedlich es ist. Perfekt. Wie gefällt es dir? Ich sehe, dass es gefällt. Ruhe hier aus. Was für ein tolles Auto ich doch habe. Zeit für ein paar coole Selfies in coolem Auto. Ja, was für ein gut aussehender Mann. Sie werden wissen, wie man seine Kofferräume unbeaufsichtigt lässt. Was haben wir da? Ha, das nenne ich Sicherheit. Darf ich bitte? Komm schneller. Okay. Ich frage mich, was da drin ist. Geld? Oh nein, es ist ein Hund. Ein riesiger, furchterregender Hund. Was für ein Albtraum. Laufen wir. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Oh nein, meine Tasche. Du bist ein guter Wachmann. Tasche? Bravo, Junge. Wieder, das scheint deins zu sein. Oh, meine Tasche, vielen Dank. Gern geschehen. Ach du, bewache meine Sachen beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Diebe kommen nicht mehr. Was für ein cooles Spiel. Es ist unmöglich, sich davon loszureißen. Oh nein, die Batterie ist leer. Was soll ich jetzt tun? Eine Idee. Das Einzige, was besser als ein Spiel auf meinem Handy ist, ist ein Spiel auf einer Konsole. Und ich habe den richtigen Platz dafür. Ich muss nur noch einen Fernseher hinzufügen. Ja, er passt perfekt. Und eine Konsole. Und noch ein paar Kissen, um es noch gemütlicher zu werden. Und dann kann ich schon spielen. Los geht's. Wow, was ist das? Hallo, Bruder. Hallo zusammen. Macht mit. Wow, das macht so viel Spaß. Ich mag es. Och, wie schön ich doch bin. Was ist da passiert? Spielen Sie eine Konsole? Sie amüsieren sich ohne mich? Also gut, ich zeige euch, wie man Spaß haben kann. Ich stelle die Box hier hin. Ich werde den Kofferraum öffnen. Partykram? Perfekt. Lautsprecher? Und noch einen daneben. Super. Und das Wichtigste? Disco-Kugel. Je mehr Lichter, desto besser. Also werde ich überall Girlanden aufhängen. Noch ein bisschen und meine Party ist fertig. Perfekt. Und jetzt Musik. Schaut, wie viel Spaß ich habe. Schneller, macht mit. Was ist das? Sollen wir dorthin gehen? Wir gehen mit. Und was ist mit mir? Meine Freunde sind da. Lasst uns alle zusammen Spaß haben. Aber warum hat Alex keinen Spaß mit uns? Er spielt ganz allein. Das ist meine Schuld. Ich soll was machen. Alex, lass uns gemeinsam Spaß haben. Wie schön, aber ich habe einen anderen Vorschlag. Willst du mit mir spielen? Okay. Ja, natürlich. Pass auf, ich verliere nie. Ich zeige dir, wie man spielen kann. Oho, das macht Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen.